Wirklich nicht geglaubt, dass es nochmal passieren würde. Und ich glaube, wir haben noch keine einzige Show gespielt bis jetzt. Wir haben ja jetzt schon ein paar Shows gespielt, wo so viele Menschen ohne Maske so laut vor uns stehen. Das ist wirklich das erste Mal. Das ist wunderschön, dass es auch gerade zu Hause ist. Ich weiß, ich bin 2 Jahre zu spät zu unserem Date gekommen. Es tut mir leid. So ein bisschen wie so eine alte Liebe treffen. Na, wir waren eigentlich verabredet und jetzt wärmen wir das nochmal auf und versuchen es nochmal. Wie fühlt es sich an? Ja, finde ich auch. Für mich genauso. Genauso wie ihr gerade gesagt habt. Und ich liebe dich auch! Für uns ist es wirklich ein Riesengeschenk. Ich danke jedem Einzelnen von euch, der heute Abend den Weg hierher gemacht hat und sich getraut hat, mit so vielen Menschen wieder in einer Halle zu stehen. Das ist für viele neu. Wer ist zum ersten Mal wieder auf dem Konzert heute Abend? Wie schön, dass das bei mir ist und ich diese Premiere mit euch feiern darf. Das freut mich sehr. Ich danke euch wirklich von Herzen. Meine Musiker, meine Band, meine Crew, wir alle haben jetzt 2 Jahre nicht das machen können, was wir eigentlich lieben und was, wofür wir leben und wovon wir leben. Und wir sind einfach nur glücklich, hier zu sein. Wir sind seit 2 Wochen in einer richtigen Glücksblase und in die laden wir euch jetzt heute Abend ein. Ich möchte, dass ihr die nächsten 2 Stunden, möchte ich euch unterhalten und ich möchte, dass ihr alles, was sonst passiert, was uns belastet, was uns traurig macht und uns Sorgen macht, dass ihr das vergesst und mit uns in diese Bubble kommt, in diese schöne Blase und feiert und tanzt und lacht. So wie es gerade aussah, so kenne ich Berlin. Ihr steht und ihr rockt und ihr tanzt. Es ist so geil, wieder hier zu sein. Herzlich willkommen!